So, hier nochmal Patong Beach, wie es zurzeit ausschaut. Menschenleer wie gehabt. Ja. Also wenn man dem Glauben schenken darf, was man so hört, dann soll man ja ab Juli wieder nach Phuket reisen können, ohne Quarantänebeschränkungen. Das hat wohl das Komitee für Infektionskrankheiten so beschlossen. Also ab Juli darf man wieder nach Phuket ohne Quarantäne. Schauen wir mal, ob es wirklich stimmt, ob es ein Gerücht ist. Es ist ja vieles, wird erzählt und vieles wird ja dann auch wieder widerrufen, weil wieder irgendwas passiert. Aber schaut es euch an, wunderschön. Das Wasser heute ganz ruhig hier. Und erinnert mich irgendwie, als ich das erste Mal auf Phuket war, Anfang der 90er Jahre mit der Jana damals. Da waren wir ja auch in Patong und da war es so wie jetzt eigentlich menschenleer. Wir waren allein am Strand, nur mit dem Unterschied, dass natürlich da hinten gar nichts bebaut war. Nur da vorne war was, wo auch dieses Seafood-Restaurant ist da, was schon ewig da ist. Und ja, und damals war es halt auch so. Keine Menschen. Ende März, da war die Saison gelaufen, alle hatten ihr Geld verdient. Es war noch ein Paradies. Da sind wir damals nach Kamala, haben wir uns so einen Jeep gemietet. Den habe ich dann gleich zurückgegeben, weil ich bin von einem Hubbel in den anderen gehüpft. Das war richtig anstrengend. Da habe ich gesagt, das tue ich mir nicht an, weil ich ja nur eine Woche oder was da war. Zwei Wochen insgesamt Urlaub in Thailand oder drei damals. Und da ich damals entspannen wollte, wollte ich da keine Jeepfahrt machen von Loch zu Loch. Aber ja, heute ist alles geteert, aber von der Anzahl der Menschen momentan ähnlich. Ja. Lassen wir uns überraschen, was passiert. Kommen wir am Juli rein, quarantänefrei. Würde mich freuen oder auch alle freuen, die hier Geschäfte machen, wenn das passiert. Was natürlich dann passieren kann, dass man mal wieder die Leute reinlässt, dann passiert wieder was, dann tut man es wieder verstärken. Und es geht halt dann doch bis 2024 so weiter. Lockdown hin, Lockdown her, so ähnlich wie in Deutschland. Ja, lassen wir uns überraschen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe natürlich, dass man ab Juli wieder einreisen kann. Ohne Quarantäne, würde mich freuen. Naja, also bis dann. Tschüss aus Patong. Ja, only in Thailand, nur in Thailand. Habe wieder mal meine Schuhe vergessen. Hier stehen sie. Habe es aber dann gemerkt, wie ich am Moped war. Wollte ich schon wegfahren. Das ist halt so in einem Land, wo es immer warm ist und wo man nicht wirklich Schuhe braucht. Da vergisst man das schon öfters mal, seine Schuhe mitzunehmen. Ne? Das ist mir schon oft passiert. Habe auch schon öfters welche liegen lassen und habe sie dann nimmer gefunden. Ja, und das da war damals alles noch grüne Wiese, 91, ja. Da waren wir also allein unterwegs, wenn man hier gelaufen ist. Ja, und hier fing es dann langsam an. Das ist die Banana Disco. Also die gab es damals schon. Und dann kommt natürlich hier gleich die Bangla-Rot, das Tropicana gab es auch schon, glaube ich. Die Bangla-Rot gab es auch schon, aber da war natürlich keine Fußgängerzone und sie war damals auch Ende März totenstill, da war nichts los, wir waren die Einzigen. Und das war das Seafood-Restaurant, was ich gerade gesagt habe, wo ich damals immer essen war. Hund passt jeden Tag Hunger und hier gegenüber haben wir gewohnt im Hotel. Aber ja, der Rest war ja fast alles noch umgebaut. Vermieden, da war mal eine Zeit lang Curaçao oder wie es heißt, Steakhouse drin. Funktioniert ja nicht, weil auch keine Parkplätze irgendwie. Aber eigentlich wunderschön hier mit der Terrasse. Aber alle Geschäfte, die hier drin waren, sind raus. Ja, und jetzt ja sowieso mit Corona ist ja eh nicht los. Aber hier hat man nochmal einen schönen Blick auf Patong. Ne? Und da drüben in die Richtung ist Kamala. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal. Danke. Super. Give me five. Yeah.